Hallo liebe Leute, vorhin geht es um einen Auftritt von Hans-Olaf Henkel bei Maischberger. Hans-Olaf Henkel, das ist jemand, der seit 40 Jahren bestimmt in der Industriepolitik war er der Chef des wichtigsten Industrievertreter-Gremiums des BDI. Und er war aber eben auch 2013 einer derjenigen, die die AfD quasi mit auf den Weg gebracht haben. 2015 hat er schon gesagt, er hat ein Monster mitgeschaffen. Also wie sieht er heute auf die AfD und was ist seine Antwort auf die Frage, wie man mit diesem, nennen wir es mal, Phänomen umgehen muss? Herzlich willkommen, hier ist Hans-Olaf Henkel. Herr Henkel, also um es mal aufzuzählen, Sie waren der Chef des damals größten IT-Konzerns IBM. Sie waren der Chef vom BDI, des Bundes der Deutschen Industrie. Sie waren Politiker im EU-Parlament. Sie haben alle gekannt, natürlich Kohl, aber auch Gorbatschow, Clinton, Merkel. Jetzt sind Sie 84, haben sich deutlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Fehlt Ihnen was? Nein, also ich hatte eigentlich gar nicht mehr vor, in Talkshows zu gehen. Also ich war herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Wenn Sie mich fragen, warum ich hier bin, wahrscheinlich liegt es an der Überredungsgabe Ihres Redaktionsleiters. Jakob Menge. Herrn Menge. Und oder vielleicht an der charmanten Gesprächsführung von Ihnen. Nicht? Also das ist ein... Also. Schauen wir mal, wohin wir kommen. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass Sie reden über die AfD. Mir ist das aufgefallen, dass Sie doch ein paar Dinge gesagt haben zwischendurch. Zum Beispiel eben das mit dem Monster. Aber mal am Anfang, Wahlalternative 2013 hieß das, was Sie mitbegründet haben. Daraus kam irgendwann mal die AfD und wurde das, was sie heute ist, mit jemandem wie Herrn Höcke. Wachen Sie manchmal nachts auf oder denken sich einen tagsüber beim Kaffee, was ist mir da bloß passiert? Nein, überhaupt nicht. Vielleicht darf ich mal zurückkommen auf das Gespräch eben. Da wurde ja über das Lied gesprochen. Ja. Das hat ein Herr Di Agostini komponiert. Ein italienischer DJ. Richtig. Und dieses Lied wurde gekapert. Die AfD von uns wurde damals auch gekapert. Ich habe mir erlaubt, mal das Programm von damals mitzubringen. Was ist das, 2014 dann? Das ist das Europawahlprogramm von 2014. Sie sind ja dann auch ins Parlament gegangen, ne? Ich bin ins Parlament gegangen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass ich mal ein paar Sachen vorlese. Ja. Hier steht, ausländische Arbeitnehmer sind in den Mitgliedstaaten genauso zu entlohnen und unterliegen gleichen gesetzlichen Regelungen wie inländische Arbeitnehmer. Der Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen zulasten ausländischer und deutscher Arbeitnehmer ist zu unterbinden. Und jetzt noch ein Zitat. Die AfD tritt für ein offenes und ausländerfreundliches Deutschland ein und bejaht sowohl die Niederlassungsfreiheit als auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Und vielleicht noch eins. Humanitäre Hilfe und Hilfe für Kriegsflüchtlinge ist unbedingt zu gewährleisten und zu verbessern. Das war die AfD im Europawahlkampf von 2014. Ja. Und vergleichen Sie das mit heute, dann wissen Sie, warum oder wie die oder dass die Partei gekapert wurde. Ganz kurz, wenn Sie damals auf jemanden wie Herrn Gauland getroffen sind, der war ja von Anfang an dabei, war das ein Themenparteimensch oder hatte der damals schon andere Ideen? Na, er hatte schon damals andere Ideen, die mir aufgefallen sind und die ich nicht gut fand. Zum Beispiel einen tiefsitzenden Anti-Amerikanismus. Haben viele in Deutschland, ja. Und dann fiel mir auf, dass er also größtes Verständnis für das Einsammeln russischer Erde hatte, nach dem Einmarsch Putins auf der Krim. 2014 war das. Das war 2014. Nicht? Ich bin ja selbst erst 2014 eingetreten. Richtig, davor und, haben Sie mir ist das damals oder? Schon aufgefallen. Ja. Aber er hat sich nicht irgendwie geäußert über Ausländerfeindlichkeit oder Antisemitismus oder irgendwas. Ja. Das hat es nicht gegeben damals. 2013, 2014 gab es aber auch schon die ersten Warnungen, dass da Rechte gerade dabei sind, die Partei zu kapern. Ich spiele Ihnen mal vor, was Sie damals dazu gesagt haben. Ich habe nicht einen einzigen verrückten Neonazi oder Spinner gesehen. Das war 2014 auch, es war vor der Europawahl nebenbei, auch der Fall. Mhm. Aber Gauland war da. Ja, aber der war Höcke kein Neonazi und war auch kein Spinner. Auch schon in der AfD. Er ist mir nicht so aufgefallen, tut mir leid. Also der hat ja seine Maske auch später erst fallen lassen. Diese berühmten Aussagen, die er da getätigt hat, die waren ja wesentlich später. Ja. Also, zu dem Zeitpunkt glauben Sie, es gab keine Nazis? Das kann man nicht garantieren. Wir haben zwei große Fehler gemacht dabei. Der eine Fehler war, dass wir zu spät merkten, dass diese Leute in die Partei eingetreten sind. Und der zweite Fehler war, dass wir, als wir es wussten oder merkten, zu spät reagiert hatten. Warum haben Sie denn so spät reagiert?
Ja, wir haben uns auch besoffen geredet, ehrlich gesagt, durch den Erfolg, nicht? Denn damals waren die Umfragen für uns. Wir haben die ersten Mandate bekommen. Wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, bin ich natürlich der Meinung, dass Hans-Olaf Henkel nicht verblendet ist, dass er genau weiß, was in Russland vor sich geht, was in der AfD vor sich geht, oder jedenfalls ungefähr. Er oder er es ahnt, er die Wahrheit kennt und er mit voller Absicht, mit vollem Bewusstsein die Öffentlichkeit täuscht. Bevor wir dazu kommen, warum macht er das, gucken wir uns an, neutral, was dafür spricht, dass es so ist. Was dafür spricht, dass er nicht verblendet ist. Wie viele es sich immer schönreden. Also ich lese auch oft in den Kommentaren, diejenigen sind so dumm, die sind verblendet. Schauen wir uns jetzt mal bestimmte Aspekte an des Interviews. Zunächst ist auffällig, dass Hans-Olaf Henkel davon spricht, 2015, die AfD, damit wäre ein Monster erschaffen worden. Wie kommt man jetzt dazu, zu sagen, es ist ein Monster erschaffen worden? Bei allem Respekt, auch wenn man die AfD nicht mag, ein Monster, wenn man sich jetzt das AfD-Parteiprogramm anguckt, dann wirkt es doch ein bisschen hochgegriffen. Was ist an dem AfD-Parteiprogramm monströs? Nichts. Hans-Olaf Henkel setzt hier drauf, dass die Leute über die AfD nichts wissen. Also er bedient die Klischees der großen Medien. Das hat er hier getan. Wir werden gleich sehen, dass an verschiedenen Beispielen noch rauskommt, dass er es öfters tut. Er darauf setzt, die Leute wissen nichts über die AfD oder nur so ungefähr über die Medien. Sie kennen die Klischees über die Medien, denken, sie wissen Bescheid. Und jetzt versucht er sozusagen als Zeuge, er war ja in der AfD, versucht er, diese Klischees vollumfänglich zu bedienen. Wenn man diese Behauptung aufstellt, dann ist es nur aus der Sicht logisch, aus US-geostrategischer Sicht, dass mit der AfD droht, dass Deutschland aus einem, ja, wie soll man es nennen, Koloniestatus herauszufallen. Also natürlich ist Deutschland keine Kolonie, aber die Bevölkerung bedient, ohne es zu wissen, US-Geostrategie. Und entscheidend ist, dass die Bevölkerung, dass die Allgemeinheit US-Geostrategie bedient. Ich habe mir erlaubt, mal das Programm von damals mitzubringen. Was ist das, 2014 dann? Das ist das Europawahlprogramm von 2014. Sie sind ja Hans-Olaf Henkel hat extra das AfD-Programm von 2014 mitgebracht, liest es vor und versucht einen Gegensatz zu konstruieren aus dem jetzigen AfD-Programm. Also er liest das Programm vor und erklärt, ja, damals war die AfD noch so gut. Und jetzt suggeriert er, ohne aber jetzt das mit dem jetzigen Programm konkret zu vergleichen, suggeriert er, dass das jetzige Programm sei gegenteilig. Dabei ist das jetzige Programm auch in keiner Weise ausländerfeindlich. Er lässt gezielt außen vor, dass das Programm natürlich vor dem Jahr 2015 verfasst wurde, wo es noch keine Priorität war, Leute abzuschieben, die unrechtmäßig im Land sind. Weil bis dahin ja Libyen dafür gesorgt hat, dass niemand übers Mittelmeer kommt und es diese Problematik bis dahin nicht gab. Also im öffentlichen Bewusstsein auch nicht gab und auch bei der AfD nicht gab. Damals stand der Euro im Mittelpunkt. Wie ist mit Ihnen umgegangen worden innerhalb der AfD, als klar war, dass Sie bestimmte Strömungen nicht mittragen? Sie haben einen Brief, den haben Sie mir vorher gezeigt. Naja. Den haben Sie einstecken. Ja, also das war eine hochinteressante Zeit, möchte ich mal sagen. Also ich wurde unheimlich attackiert, auch von Herrn Meuthen schon. Der hat schon mich Ende 2014 aufgefordert, die Partei zu verlassen. Ja. Weil ich schon begann, mich gegen die rechtsradikalen Tendenzen zu wehren. Ich habe mich darüber aufgeregt, dass Herr Gauland zum Beispiel Ende 2014 nach Dresden gefahren ist, um sich die Pegida-Demo anzusehen und war also schon eine Opposition in der Partei. Und 2015 bekam ich dann schwere Drohungen, nicht? Auch einen Drohbrief von einer, ich habe das mal mitgebracht, wenn Sie das interessiert. Ja, Sie haben gesagt vorher, dass Sie diesen Brief da haben. Ja, ich habe ihn hier, also ich will einfach nur mal den letzten Satz vorlesen. Also ja. Das war wirklich. Das ist von der AfD, also von einem AfD. Ganz offensichtlich. Also es steht da: Petri wird Kanzlerin eines neuen Deutschland und da gibt's für dich keinen Platz mehr. Pass gut auf deine Familie auf. Wir kriegen sie. Der bewaffnete Kampf hat begonnen. Darunter AAF, also die AfD-Armee-Fraktion. Die haben sich schon als Nachfolger der RAF gesehen. Ne? Ich möchte noch mal einen Aspekt hinzufügen. Es ist sehr interessant zu sehen, als wir damals ausgetreten sind, die 5 von den 7 Europaabgeordneten, haben wir dafür gesorgt, dass die beiden verbliebenen AfD-Abgeordneten rausgeschmissen werden aus unserer Fraktion. Und wissen Sie, wie wir argumentiert haben? Wir haben argumentiert, sie hätten sich mit Vertretern der FPÖ getroffen. Das war die rechts
populistische Partei. So ist es in Österreich. Er vergleicht die AfD mit der RAF oder setzt sie gleich und suggeriert, dieser Brief, also die Verfasser dieses Briefes, das sei das typische AfD-Mitglied. Was fällt weiter auf? Hans-Olaf Henkel äußert sich extrem beleidigend gegenüber dem AfD-Führungspersonal. Auch diese Partei wird geführt von Menschen, die also charakterlich und auch von der Kompetenz her nicht geeignet sind, das zu machen. Wenn ich solche Leute in der IBM gehabt hätte, denen hätte ich nicht mal eine Führungsaufgabe gegeben. Die hätte ich nicht mal für die Ablage der Firma die Verantwortung übergeben. Also die Leute sind unfähig, Deutschland zu führen. Und wenn ich diese Leute in der IBM nicht gefördert hätte, warum soll ich sie denn wählen und warum sollte ich denen die Verantwortung für das Land übergeben? Diese Frage sollten sich die Sympathisanten mal stellen. Die sollen sich mal angucken, wer in dieser Partei eigentlich ist. Wenn man sich jetzt aber sachlich neutral das jetzige Führungspersonal anguckt, da sind das durchweg Leute mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, oft mit einem abgeschlossenen Studium. Also nehmen wir beispielsweise Roman Reusch, Ex-Staatsanwalt, also sämtliche Leute oder auch Maximilian Krah. Er ist Jurist, hat einen Doktor, also alle möglichen Leute. Sie haben studiert und sie sind, also man könnte sie nicht unqualifiziert nennen. Aber natürlich, er setzt darauf auch hier gezielt, die Leute, sie kennt das ganze AfD-Personal nicht. Und es ist ja ein Bluff. Also er sagt hier, wenn die Leute sich mit dem AfD-Personal näher auseinandersetzen würden, dann würden sie feststellen, dass. Und er weiß natürlich ganz genau, und er setzt darauf, dass durch die großen Medien die Leute nichts, beispielsweise von Gottfried Curio, also man könnte jetzt alle aufzählen, Stefan Brandner, er weiß ganz genau, die Leute wissen nichts davon. Sie werden natürlich nicht, also auch ihre Qualifikation, sie wird nicht erwähnt. Und es ist natürlich auch vollkommen offensichtlich, dass die Grünen-Führungsspitze oder nehmen wir einen Kevin Kühnert, sie alle haben keine abgeschlossene Berufsausbildung und die Regierung, sie hat extrem dilettantisch gehandelt. Und hier wird auch erkennbar, es ist gezielte Propaganda, er täuscht bei vollem Bewusstsein die Öffentlichkeit, indem er etwas suggeriert, unter Einbezug der Annahme, dass die Leute über die Medien, über die AfD nichts erfahren. Weiter geht es mit einem ganz wichtigen Punkt. Es zeigt sich, dass Hans-Olaf Henkel sich mit Russland intensiv auseinandergesetzt hat. In den Moskauer Schulbüchern steht neuerdings folgender Satz, müssen Sie mal genau überlegen. Da steht drin, Westdeutschland hat Ostdeutschland annektiert. Denken Sie mal darüber nach, was das bedeutet, wenn er mal die Ukraine sich unter den Nagel gerissen hat. Dann als nächstes kommt natürlich Moldawien und Georgien. Es wurde vorhin über die baltischen Staaten gesprochen. Also die wissen um die Gefahr. Und es wird Zeit, dass die Deutschen aufwachen. Ist angekommen. Und eine andere Prioritätensetzung in der Politik machen. Wenn Hans-Olaf Henkel den Inhalt russischer Schulbücher kennt, oder jetzt hier aus Moskau, und er das groß vorbringt, das heißt, dann kennt er das russische Narrativ. Kennt er die Begründung Russlands, warum in den 2022 eingegriffen wurde. Und vor allen Dingen auch deshalb, nicht nur wegen der NATO, sondern es ist explizit erwähnt, dass die Ukraine ein Nazi-Staat ist, der entmilitarisiert werden soll. Und dass die Ukraine ein Nazi-Staat ist, das zeigt sich an vielen Beispielen. Das zeigt sich allein an der Aussage von Peter Poroschenko bereits 2014, deren Kinder werden im Keller leben, so werden wir den Krieg gewinnen. До школи і до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Was ist in diesem Statement enthalten? Deren Kinder, also gemeint sind natürlich die Rebellen im Osten oder die Leute im Osten. Deren Kinder heißt, es sind nicht unsere Kinder, obwohl sie zur Ukraine gehören. Es sind Ukrainer, aber es sind deren Kinder, es sind nicht unsere Kinder. Sie werden in Bunkern leben, sie werden im Keller leben. Das heißt unmissverständlich, wir greifen Gebäude an. Wir beschießen willkürlich Gebäude. Also wir bringen gezielt, wir verüben einen Genozid. Weil der Beschuss auf zivile Einrichtungen, willkürlicher Beschuss, damit kalkuliert man bewusst, dass Leute sterben, die sich natürlich in dem Gebäude aufhalten. Das heißt, man bringt bewusst einen bestimmten Bevölkerungsanteil um. Und auch wenn es nur ein paar Tausend sind, die gestorben sind, was durch die OSZE dokumentiert wurde, die Anzahl spielt keine Rolle, die Absicht spielt eine Rolle und hier handelt es sich um einen Genozid. Zelensky hat kürzlich einen SS-Mann nach Kanada mitgeschleppt, wo er geehrt wurde. Und hier stellt sich die Frage, wieso bringt Zelensky einen SS-Mann mit nach Kanada? Also es gab dann in Kanada einen Skandal, die Medien haben es klein gehalten. Unser Ex-Botschafter, ukrainischer Botschafter Melnik,
hat Bandera verherrlicht, der in den großen Medien anerkanntermaßen ja die Nazi-Ideologie verinnerlicht hat und an Massenmorden gegen Polen und Juden beteiligt war. Witali Klitschko oder auch Petro Poroschenko, sie lassen sich ablichten oder sie sind auf Fotos zu sehen mit Armeeangehörigen, die Nazi-Symbole auf der Brust tragen. Das Azov-Bataillon wurde in die reguläre Armee integriert, das Azov-Bataillon, also sie haben, laufen auch rum mit Nazi-Symbolen, also sind ganz offen, stehen hinter Nazi-Ideologie. Und der oberste Heerführer, Valery Zelushny, hat selbst bei Twitter, also früher Twitter, hat er ein Foto veröffentlicht, wo er ein Nazi-Armband trägt, also ein Armband mit einem Hakenkreuz drauf. Die russischen Soldaten, das zitiert auch die Welt, werden als Orks bezeichnet. Und was das Ganze so gefährlich macht, ist auch, dass die großen Medien hierzulande darüber geschwiegen haben, wodurch die Leute natürlich wissen, sie können machen, was sie wollen, es kriegt keiner mit. Aber überhaupt ist auch das Azov-Bataillon beispielsweise im Kampf um Mariupol mit der überwiegend russischsprachigen oder russischstämmigen Bevölkerung grausam umgegangen, indem sie als Geiseln gehalten wurden und die Stadt nicht verlassen durften. Also sie wurden beschossen, wenn sie die Stadt verlassen haben. Was hier die großen Medien auch überhaupt nicht berichtet haben. Schon nach wenigen Tagen war klar, dass Butscha eine Inszenierung war und im Gegenteil, wie sich jetzt herausstellt, weil in Prag wurde ein Söldner verhaftet, bei dem massenhaft Raubgut gefunden wurde und der als Zeuge ausgesagt hat, dass sie den Auftrag hatten, russische Leute ausfindig zu machen, also russische Unterstützer ausfindig zu machen und sie ruhig auf zu erschießen. Wir erinnern uns an den Ablauf an Butscha. Am 30. sind die Russen abgezogen. Am 31. hat der Bürgermeister von Butscha freudestrahlend ein Interview gegeben. Von Leichen war nicht die Rede. Am 2. ist die Polizei eingerückt. Es war auch keine Rede von Leichen. Es wurden Passanten interviewt. Dann ein pro-ukrainischer Blogger hat auch alles abgefilmt am 2. April. Und es war auch keine Rede von Leichen. Und erst am 3. April, als diese Verhandlungen von Istanbul waren, die kurz vor einem erfolgreichen Abschluss standen, erst dann hat Kiew behauptet, dass es einen Massaker in Butscha gegeben hätte. Eine offizielle Untersuchung hat es nie gegeben. Eine Liste der Toten gibt es auch nicht. Sondern das Thema wurde einfach unten gehalten und unsere Medien behaupten, es hätte, ja, die Russen hätten im Butscha ein Massaker begangen, ohne irgendeinen Beweis zu haben. Wobei im Gegenteil alles darauf hindeutet, auch gerade jetzt mit diesem verhafteten Söldner, dass umgekehrt, man sieht ja auch auf den Fotos diese weißen Armbinden, die russische Unterstützer tragen, dass ganz im Gegenteil die Ukrainer ein Massaker begangen haben. Oder Leute willkürlich umgebracht haben und sie dann auf der Straße platziert haben und es den Russen in die Schuhe geschoben haben. Wenn Hans oder Fenkel sich mit russischen Schulbüchern auseinandersetzt, sich mit dem russischen Narrativ auseinandersetzt, dann kennt er all diese Fakten, die die Allgemeinheit nicht kennt. Und es zeigt umso mehr, ja, dass er satanisch unterwegs ist. Also dass er hier auch bewusst die Öffentlichkeit täuscht. Leute, wenn ihr jemanden sucht, der mit all dem, was euch ärgert, nichts zu tun hatte, dann guckt euch mal die CDU heute an. Oh, aber die hat nur 16 Jahre lang regiert. Ja, aber mit Friedrich Merz. Und Friedrich Merz hatte nichts mit dem Bruch des Maastricht-Abkommens zu tun. Gar nichts. Und Friedrich Merz hatte auch nichts zu tun mit dem Hals-über-Kopf-Ausstieg aus der Kernenergie. Mhm. Und Friedrich Merz war auch nicht 2015 dabei, als wir die Kontrolle über die Flüchtlinge verloren hatten. Also auch das muss man bei der Gelegenheit mal sagen. Und ich rede hier nicht... Das ist eine klare Wahlempfehlung für Herrn Merz. Das eine, das sind diejenigen, die Funktionen haben, also die Abgeordnete und Vorstand und so weiter. Die zweite Gruppe, das sind die Mitglieder. Und die dritte Gruppe, das sind die Wähler. In der ersten Gruppe finden Sie erstaunlich viele Leute ohne rechtsradikale Überzeugung. Die sind da drin, weil sie ein Auskommen brauchen. Die wären auch in anderen Parteien was geworden oder wir hätten es versucht. Die glauben an gar nichts. Bei den Mitgliedern ist nach meiner festen Überzeugung der Anteil der Rechtsradikalen sehr hoch. Und bei den Wählern ist es wieder anders. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Hälfte der AfD-Wähler und Sympathisanten keine Rechtsradikalen sind. Eine weitere Auffälligkeit ist, dass Hans-Ulrich Fenkel behauptet, die AfD hätte vor allem rechtsextreme Mitglieder. Also ganz viele rechtsextreme Mitglieder. Also die Führungsspitze, es seien Opportunisten und die Mitglieder, sie seien ganz stark rechtsextrem. Und die Wähler, sie seien so halbe-halbe. Und sie sollten noch überlegen, ja, Friedrich Merz, er sei doch ganz nett, er sei doch auch wirtschaftsfreundlich und hätte die ganzen Fehlentwicklungen nicht zu verantworten. Die AfDler sollten der Teil, der nicht völlig verloren sei, der die AfD nicht aus Protest gewählt hätte, der sollte doch CDU wählen. Wie kann man das jetzt überprüfen? Also man guckt auch einfach das Parteiprogramm an oder auch die jetzige Führungsspitze, weil natürlich die Mitglieder abstimmungsberechtigt sind. Und wenn man jetzt das Parteiprogramm sieht oder auch die Führungsspitze, die ja hinter dem Parteiprogramm steht, und vor allem, wenn man sich auch erinnert, Alice Weidel hat ja, um die AfD mainstream-tauglicher zu machen, ja, Björn Höcke aus der Partei werfen wollen, auch jetzt Maximilian Krah
angegriffen, zum Beispiel wegen dem Statement zur Nationalmannschaft, das wäre eine Fremdenlegion, wahrscheinlich wegen solchen Zitaten auch. Natürlich, da spielen vielleicht unterschiedliche Gründe eine Rolle. Aber jedenfalls ist damit diese Aussage auch widerlegt. Und das muss er natürlich auch genau wissen. Und er setzt hier natürlich auch drauf, die Leute wissen es nicht. Rede, die Konsequenz wäre gewesen, eine Rede zu halten, wie Churchill sie damals gehalten hat, als Hitler erstmal in die Tschechoslowakei einmarschiert ist und dann Polen angegriffen hat und so weiter. Also eine Schweiß- und Tränenrede, keine Blutschweiß- und Tränenrede, das ist hoffentlich nicht nötig. Er hätte sagen müssen, Leute, dieser Angriff von Putin hat alles verändert. Mhm. Und jetzt zu sagen, wir machen diese Sozialleistung, wir machen dieses Bürgergeld und oder jenes, weil wir ja mal vor ein paar Jahren einen Koalitionsvertrag unterschrieben haben, halte ich für falsch. Er hätte sagen müssen, der Koalitionsvertrag ist nicht mehr gültig. Wir haben eine neue Situation. Wir brauchen neue Prioritäten. Und die erste Priorität ist dafür zu sorgen, dass Putin keinen Erfolg in der Ukraine hat. Und es muss alles getan werden, um das zu verhindern. Herr Röttgen hat das hier, glaube ich, sehr gut dargestellt. Und die zweite Priorität ist, wir müssen dafür sorgen, dass wir wirtschaftlich wieder in die Gänge kommen, damit wir uns die Unterstützung leisten können. Und damit wir auch für die zukünftige Generation noch etwas übrig lassen. Mhm. Das fehlt. Jetzt wird dauernd aufgrund, also es ist die Grünen und die SPD wollen immer, weil im Koalitionsvertrag steht das Bürgergeld, jetzt muss das erhöht werden. Mhm. Im Koalitionsvertrag steht diese seltsame Rentenreform, die muss jetzt durchgesetzt werden. Leute, das ist nicht mehr wichtig. Wir haben jetzt andere Prioritäten. Jetzt und diese Prioritäten hätte der Bundeskanzler Scholz setzen müssen. Und eins sage ich Ihnen noch. Ja. Helmut Schmidt hätte das gemacht. Ja. Ist es noch auffällig, dass Hans-Olaf Henkel Putin mit Hitler vergleicht? Er sie auf dieselbe Stufe setzt, indirekt, indem er die Rede von Winston Churchill bemüht. Also er Olaf Scholz die Rede mit der Rede von Winston Churchill vergleicht. Und er dann erklärt, er hätte eine ähnliche Rede halten sollen und hätte den Koalitionsvertrag aufkündigen sollen, weil man eben damals, wie man hätte Hitler bekämpfen müssen, müsste man jetzt mit der gleichen Entschlossenheit müsse man Putin bekämpfen. Ich sollte noch mal einen Punkt machen an die Leute, die heute noch mit der AfD liebäugeln, weil sie nicht zufrieden sind mit den letzten 18,5 Jahren. Leute, wollt ihr euch wirklich auf den Schoß von Putin setzen? Links sitzt Sarah Wagenknecht und rechts sitzt Gerhard Schröder. Mhm. Wollt ihr das wirklich? Ja, und was, wenn die Leute ja sagen? Es gibt welche, die sagen ja. Anyway, trotzdem, Sie würden sagen, Soziales runter, Panzer rauf? Ja, also das ist die einzige, so hat Churchill auch reagiert. Mhm. Und wir aber müssen wissen, es ist, Krieg. Wir tun hier immer noch so, als sei die Ukraine nur angegriffen. Deutschland ist bereits angegriffen. Haben wir das denn vergessen, was der mit seinen Cyberkriegen alles macht? Nicht? Also erst als die SPD-Zentrale angegriffen wurde, sind die etwas aufgewacht. Putin ermordet Leute auf deutschem oder lässt Leute auf deutschem Boden ermorden. Mhm. Und hier sieht man, dieser Mann steht Strack-Zimmermann nichts nach. Und was jetzt auffällig ist, dieser Mann ist 84. Und was heißt das? Er hat es materiell nicht nötig. Und hier zeigt sich, dass, also er kommt ja aus der Zeit von Helmut Kohl, also daher kenne ich ihn früher auch. Und das Erschreckende ist, ich hätte früher nie gedacht, dass es so ein Mensch ist. Weil wenn er 84 ist, das heißt, dass er früher auch immer schon so war, dass er auch immer getäuscht hat. Und ja, hier zeigt sich anscheinend, also was bei vielen auffällt, auch bei vielen älteren Politikern, dass wenn sie einmal angefangen haben zu täuschen, oder vielleicht sind sie vom Charakter ja auch immer so gewesen, dass sie das dann auch freiwillig übernehmen. Also dass sie mit der Zeit anscheinend da irgendwas mit ihnen passiert, oder vielleicht ist es auch schon vorher passiert, vielleicht sind sie einfach so, auf jeden Fall dann freiwillig bis ins hohe Alter immer weitermachen. Und hier, das ist ja, man könnte es ja nicht glauben, wenn man es nicht hören würde. Also er möchte ja am liebsten einen möglichst brutalen Krieg gegen Russland. Also mit möglichst viel Waffen, dass man Russland möglichst stark angreift. Und, also ich weiß nicht, also viele wahrscheinlich die CDU oder FDP gewählt haben, die fanden diesen Mann früher mal gut. Oder als er in die AfD eingetreten ist, ich hatte keine Ahnung davon. Ich konnte mir sowas nicht vorstellen. Ich hätte mir nie vorstellen können, was Hans-Olaf Henkel für ein Mensch ist. Und auch von der ganzen CDU habe ich es mir früher nicht vorstellen können, wie kaputt diese Partei ist. Und hier zeigt sich die Gefährlichkeit. Also mir wird richtig schlecht, wenn ich mir angucke, wie ich früher getäuscht wurde, also auch von diesem Mann, dass ich nicht dahinter geschaut habe, was das für ein Mensch ist. Und jetzt zeigt sich auch, was für ein
Glück wir jetzt 60 Jahre lang hatten. Also wenn wir solche Leute, also die CDU besteht ja aus lauter solchen Leuten. Oder die FDP, dass diese lange das Sagen hatten. Und das war reines Glück, weil Deutschland gegen die Sowjetunion, es gab diese Parität, es konnte keiner mit Atomwaffen angreifen. Deutschland musste stark gehalten werden gegen die Sowjetunion. Dadurch hatten wir eine gute Zeit. Klaus Fuchs, der die Atompläne an die Sowjetunion verraten hat, oder Teile davon. Also wir wissen natürlich nicht genau, wie viel, wie relevant das war, was er weitergegeben hat an die Sowjetunion. Er war davon überzeugt, dass wenn die Sowjetunion keine Atomwaffen hat, die USA auf jeden Fall die Sowjetunion mit Atombomben bombardieren werden. Das heißt, wenn die Sowjetunion keine Atombomben gehabt hätte, seit den 50er Jahren wäre die Welt, wäre es vielleicht alles ganz anders gelaufen. Wir hätten weiterhin auch in den, ja, die ganzen, das ganze letzte Jahrhundert Krieg gehabt. Also immer wieder Kriege, wie es jetzt ja die US-Geostrategen auch befürworten, um Europa zu schwächen. Also es zeigt sich hier, was für Leute früher das Sagen hatten, also als BDI-Präsident und so weiter und so fort. Und dass so Leute auch noch in die AfD eingetreten sind und wir keine Ahnung hatten. Und ja, man kann einfach nur sagen, was für ein riesiges Glück wir gehabt haben. Und allein für, was für ein riesiges Glück ist, dass wir jetzt diesen Mann los sind. Und wenn das möglich ist, dann ist alles möglich. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.